Ich habe ein Paketchen bekommen. Und ich packe das jetzt mit euch aus. Okay, als erstes habe ich mir eine Tasche bestellt. Das war eigentlich nur so random. Weil eigentlich wollte ich bestellen und dann stand da, wollen Sie das und das auch noch bestellen? Und dann war ich so, okay. Also die ist so creme, würde ich sagen. Statt zwar weiß auf der in der Beschreibung, Bezeichnung, whatever. Aber man hat auf dem Bildschirm gesehen, dass es nicht weiß ist, deswegen. Oh, voll pretty. Ich habe auch andere davon, aber die sind kleiner. Und das ist eigentlich voll die nice Größe. Sie ist ein bisschen läppisch, aber was will ich auch von Shein erwarten? Nein, aber sonst voll süß, oder? Wenn da nicht lila wäre. Whatever. Ja. Doch, gefällt mir. Finde ich süß. Freue ich mich drüber. Dann weiß ich gerade nicht, was das ist. Ah. Das sind so zwei Tops. So ganz kurze. Weil ich finde so ganz, ganz kurze, die wirklich nur bis so unter die Brust gehen, Tops, finde ich mega nice. Aber die gibt es nirgendwo. Nirgendwo wirklich. Habe ich einmal in weiß. Das sieht voll groß aus, gell? Und in schwarz. Boah, das sieht ja noch größer aus. Obwohl. Ich probiere es jetzt mal kurz an. Okay, ich habe das Weiße jetzt an. Es ist ein bisschen durchsichtig. Ah, muss ich halt. Ach. Obwohl, ich glaube, in der Kamera sieht man es gar nicht so. In echt schon ein bisschen. Aber es geht eigentlich. Es ist jetzt nicht so schlimm. Also, ich finde es geil. Es ist richtig kurz. Es ist genauso, wie ich es wollte. Ja, aber eigentlich süß. Es ist halt ein bisschen durchsichtig, aber habe ich irgendwie schon erwartet, aber. Das ist doch ein bisschen zu kurz. Vielleicht eigentlich, also an sich ist es nicht zu kurz, aber mir fehlt hier irgendwie ein Bund oder so, dass ich halt die Safety-Nets habe, dass das nicht hochrutscht. Weil hier ist es eigentlich. Das ist halt legit einfach nur abgeschnitten. Als nächstes habe ich hier, ich glaube, so ein Overall-Ding. Oh, ich glaube, der ist nice. Weil auf dem Bild sah er nicht so nice aus, aber ich dachte, okay, I give it a try, weil man kann ja bei Shein sowieso die erste Ding zurückschicken. Kostenlos so einen auf den. Und dann dachte ich, ich kann es ja zurückschicken, wenn es nicht geil aussieht. Also es stinkt mega eklig. Ja, aber es sieht cool aus. Und es hat eigentlich einen angenehmen Stoff. Ich dachte, es wäre so jeansmäßig, aber. Hä? Probieren wir doch gleich mal an. Ich muss euch mal das Ganze zeigen. Okay, also das ist eben so ein Overall, aber ich habe das Gefühl, an den Beinen ist er vielleicht, obwohl, ein bisschen kurz, habe ich so das Gefühl, wenn ich mich bewege oder so, aber jetzt geht es eigentlich gerade. Kommt drauf an. Ich finde es nämlich eigentlich geil und ich könnte es auch einfach so anziehen, ohne dass ich das obere anhab, sondern dass es nur runterhängt, weil ich weiß, dass es auch geil aussehen kann. Bin mir aber jetzt gerade noch nicht so ganz sicher. Jetzt auch keine Taschen, was mich ein bisschen nervt. Ich brauche irgendwie Taschen. Dafür jetzt hier oben. So. Ich weiß noch nicht ganz, was ich darüber denken soll. Eigentlich ist es cool. Und ich würde es auch anziehen zu gewissen Gelegenheiten. Weil es ist auch einfach was Einfaches zum Anziehen. Hier ist es halt aber auch ein bisschen. Boah, das ist geil. Das hat nämlich eine Freundin von mir in hellblau
Und es steht ihr so gut. Das sieht so schön an ihr aus. Und da habe ich gedacht, so, okay, hole ich mir den grünen. Ich struggle gerade ein bisschen damit, wie ich das anziehe. Aber ich habe eigentlich schon so einen Top, dass man so anzieht. Aber irgendwie... Ja, ich bin es jetzt vorne zusammen, weil die Beine extrem lang sind. Und ich habe gerade keine Geduld, das hinter meinem Rücken zu machen. Ah, es sitzt nicht so, wie ich es will, dass es sitzt. Das ist nicht normal, das muss nicht so sein. Das ist falsch geschnitten. Das habe ich mir anders vorgestellt. Bin ich jetzt enttäuscht von. Bin ich ganz honest. Dann machen wir jetzt weiter. Das habe ich mir nicht bestellt, so an sich. Das war so ein Geschenk, weil ich so und so 4 Euro bestellt habe. Und dann konnte man sich das auswählen. Ihr kennt es. Das ist so eine Tote Bag mit einem Panda. Voll süß, oder? Hey, die ist voll fett. Die hat voll die gute Quali für einen Tote Bag. Ah, das ist eine Strumpfhose. Ich blende euch auf jeden Fall kurz hier ein Bild ein. Von der Strumpfhose. Das ist nämlich so eine schwarze mit Sternzeichen. Servus. Alter, und ich mache ein Video. Ah, sorry. Nevermind. Die Strumpfhose. Das ist so eine. So halt. So ein Ding, ne? Und ich mache es erstmal kaputt. Sieht man das? Ja, man sieht das. Die hat ja so diese Sternzeichen halt. Und so Sternbilder auch. Und so. Aber halt auf Englisch. Finde ich mega nice. Weiß noch nicht, wann ich die tragen werde, zu welcher Gelegenheit. Ich habe auch gar keine Schuhe für Strumpfhosen so zu tragen. Naja, mal schauen. Was soll das hier? Was ist das? Es regt mich so auf. Machen wir weiter mit dem hier. Ich weiß aber nicht, was es ist. Ich habe auch gerade tatsächlich sehr schlechte Laune, weil es nicht so ist, wie ich es mir vorgestellt habe, beziehungsweise wie ich wollte, dass es aussieht. Was ist das? Das ist mein Body. Den muss ich aber direkt mit meiner anderen Hose kombinieren. Ich habe nämlich so eine Lederhose. Und die ist aber so wie eine Jogginghose geschnitten, aber eine Lederhose. Und die ist so geil. Und dafür wollte ich den haben, weil ich wollte gucken, wie das aussieht. Ich habe noch gar nicht gezeigt, was das für einer ist. Der ist so ganz dünn geschnitten, dass der hier oben so einen, der den Ausschnitt hat. Was geht denn mit meinen Haaren eigentlich? Ich hoffe, der passt mir. Ich habe ihn in 36 bestellt. Gab es ihn überhaupt kleiner? Sonst hätte ich ihn kleiner bestellt. Naja, der hat auf jeden Fall einen geilen Stoff. Der ist so richtig weich eigentlich. Das ist auf jeden Fall die Lederhose, die ich dazu habe. Und das möchte ich jetzt kombinieren. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Wuhu. Muss ich dazu eigentlich noch was sagen? Ich glaube nicht. Das Ding ist halt... Nee, das Ding ist nichts. Ich sehe fantastisch aus. Und es ist schön weich. Das ist ein angenehmer Stoff. Und es passt. Das sieht immer so groß aus irgendwie. Aber anscheinend bin ich breit geworden. Fantastisch aus. Ich fühle mich wohl, es steht mir, ich sehe gut aus. Und hinten ist es halt auch so ein bisschen so. Aber es ist eben so. Und es sieht so aus und es ist so. Und ich zeige es euch nochmal im Spiegel. Das gefällt mir. Das kann ich jetzt auch noch zumachen. Okay, jetzt wo ich wieder super gute Laune habe, können wir weitermachen. Und zwar damit. Das ist eine Jacke, die ich auf gut Glück bestellt habe. Ich habe sie in XL bestellt, weil das Model auf dem Bild hatte die auch in XL an. Und das sah halt schön oversized aus. Oh geil, das ist so eine, eben so eine Teddy-Fell-Jacke mit so Jeans-Details. Mega nice. Und unten auch so. Ach geil, ich finde die toll. Die ist geil, Alter. Jetzt habe ich wieder so gute Laune. Hey, sieht mega heftig aus. Ich bin ja eh gerade so mehr auf Oversized-Trip.
Ich zeig dir euch nochmal im Spiegel, weil ich bin zu klein und das sieht man nicht in der Kamera und irgendwie habe ich kein Stativ, deswegen. Genau, die sieht so aus. Finde ich toll, finde ich nice, gefällt mir. Ist perfekt oversized, genauso wie ich es gerne habe. Ich würde gerade so rausgehen. Bam, ich sehe so gut aus. Oh, Alter, mir geht's so gut jetzt gerade. Ich bin so froh über den Body. Finde ich sehr nice. Ja, egal. Es geht gerade um die Jacke. Eben habe ich in XL bestellt. Sehr gute Auswahl, May. Hast du super getroffen. Gefällt mir. Hat es echte Taschen? Oh, es hat richtig fette Taschen. Ist das Jacke. Okay, dann machen wir weiter. Ich habe leider gar nicht mehr so viel. Weil das Paket war nur so groß wegen der Jacke. Aber wahrscheinlich sind die anderen Sachen wieder Das wollte ich aufhören zu sagen. Wahrscheinlich sind die anderen Sachen wieder nicht so toll. Oh, die Jacke ist geil. Ich sehe cool aus. Und weiter mit Schmuck. Ich habe mir eine Kette gekauft. Beziehungsweise drei Ketten. Weil die 2,50 gekostet haben zusammen. Die zieht man eigentlich alle zusammen an. Aber ich wollte nur zwei davon. Eigentlich nur eine davon. Aber ich schaue es jetzt mal an. Oh. Man merkt, dass sie 2,50 gekostet haben. Also, das ist einmal. Wegen der habe ich eigentlich das Set gekauft. Das ist so eine. Also, die sind alle so goldmäßig. Die irgendwie, ist irgendwie orange, keine Ahnung. Aber ich habe es eigentlich wegen der hier gekauft. Weil ich wollte so. Ich wollte eine goldene Kette. Ich habe. Keine, also ich habe schon ein paar Ketten so, aber ich bin jetzt mehr so auf Goldtrip, auch mit meinen Ohrringen und so. Und da wollte ich halt sowas. Weil ich weiß nicht, ich habe das irgendwo gesehen und seitdem will ich das so haben. Seht ihr das? Man merkt halt, dass es 2,50 gekostet hat. Dann so eine dünne, die sieht schon besser aus irgendwie. Die gefällt mir auch mehr. Die ist so dünn halt einfach und auch Gold. Was? Und dann so eine fette, klobige. Obwohl, es geht eigentlich. Ich habe halt schon so eine. Aber mehr in der Farbe. Weil das ist so orangemäßig. Die hatte ich aber nicht vorzutragen. Ich habe es eigentlich nur wegen denen gekauft. Naja, mal schauen. Gucken wir sie mal an. Okay, ich habe die beiden kleinen jetzt mal angezogen. Finde ich an sich eigentlich schön. Aber die obere nervt mich halt. Obwohl ich es eigentlich nur wegen der gekauft habe. Aua! Und die zwirbelt an meinen Nackenhaaren. ja. Aber sieht eigentlich süß aus. Also ich werde sie auf jeden Fall tragen, bis sie rosten, was wahrscheinlich so in ein, zwei Tagen passieren wird. Ich ziehe jetzt auch noch die mal an, zum Zeigen. Ja, moin. Man sieht die anderen gar nicht mehr. Ja. Dann machen wir weiter. Das müsste ein Set sein. Das habe ich einer Freundin nachgekauft, weil das stand mir so gut. Und ich hoffe, das steht mir auch, weil es ist einfach nur was, keine Ahnung, was Einfaches. Das ist ein schwarzes Sportset. Also so mit Leggings, Sport-BH und so einem, ne? Das ist auch kurz. Und das fand ich so geil, dass es so kurz ist, weil das, ich liebe das. Ich ziehe es mal kurz an und dann sehen wir uns gleich. Also ich habe die Leggings und den Sport-BH jetzt mal an. Ich zeige euch die Leggings gleich noch im Spiegel richtig. Das Oberteil sitzt mega nice. Finde ich geil. Sitzt schön, fühlt sich schön an, hat ein schönes Material. Bin ich euch ganz ehrlich. Und es hat so, hier ist es so gepunktet, aber das sieht man glaube ich überhaupt nicht. Es hat so Punktemuster, aber es ist nicht so gepunktet, sondern es ist nur gepunktet so ein bisschen. Man sieht es, ah doch, so gepunktet. Ja, genau, ich ziehe das jetzt kurz drüber. Eigentlich habe ich mir das auch nur wegen dem hier bestellt, weil ich ziehe eigentlich an sich keine Leggings an, weil ich das nicht so mag. Weil ich habe es nicht so mit engen Hosen zur Zeit irgendwie. Ich fühle mich da nicht so comfortable. Es hat halt diese Daumenlöcher, was ich mega nice finde. Meine Freundin hat es ganz so an. So ganz normal. Weil es macht mich so aggressiv, dass hier diese Daumenlöcher sind, die sie nicht benutzt. Genau, gefällt mir eigentlich. Finde ich nice. Ich zeige euch jetzt kurz die Leggings von meinem Spiegel. Eben ist eine ganz normale schwarze Leggings. Hat, glaube ich, unten an den Beinen oder ja, hier irgendwo. Auch diese Punkte, die es allgemein überall in dem Ding hat. Ja.
Ist auch angenehm vom Stoff her. Hätte ich ruhig eine Nummer größer nehmen können eigentlich. Weil ich wollte sie meiner Mama geben, weil ich trage halt keine Leggings. Obwohl vielleicht so als Unterzieh-Leggings im Winter. Das ist ja immer ganz praktisch eigentlich. Ja. Aber man erkennt auch, warum ich nicht so gerne Leggings trage, weil ich einfach ein Schrank bin. So. Okay, dann. Das letzte müsste ein Rock sein, soweit ich mich erinnern kann. Ah, und ein Top. Okay, das kam zusammen. Ich wollte eigentlich nur wegen dem Rock. Ein schwarzes Top. So ganz dezent klein. Wirklich so ein Mini-Top. Sagt man sowas? Keine Ahnung. Und der Rock ist halt. Ist halt lang, aber der hat so Schlitze, dass er eigentlich so einfach komplett offen ist. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ein offener Rock. Ich muss den euch zeigen, sonst blickt man das, glaube ich, nicht ganz, wie ich es meine. Try on. Also das Oberteil ist mega nice. Ich habe erst gedacht, es ist vielleicht ein bisschen zu klein, weil ich. Weil das ist nicht, also es ist nicht stretchy, also es ist schon stretchy, aber jetzt nicht so heftig, aber es geht. Aber es sitzt auf jeden Fall mega schön und es ist auch, keine Ahnung, es gefällt mir einfach. Wie sieht es hinten aus? Ja, so ganz normal halt. Und der Rock, die Länge ist auf jeden Fall schon mal mega nice, geht mir gerade eigentlich direkt bis zum Boden. Ich bin 1,58 so, by the way, deswegen ist es eigentlich perfekt so. Und so mit höheren Schuhen, stellt euch vor, so warm und dann so. Dann laufe ich so am Strand, wenn ich jemals in meinem Leben zum Strand gehe. Auf jeden Fall ist das mega nice. Ist halt wirklich bis oben hin offen. Also bis, ich kann es bis dahin so zeigen, so. Mache ich aber jetzt nicht, weil, ne? Wirklich so ganz offen. Ich finde es geil. Gefällt mir. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. 10 von 10. Gefällt mir. Steht mir auch, bin ich ehrlich. Könnt ihr nichts anderes sagen. Steht mir. Ich bin zwar blass des Todes. Aber es sieht schön aus. Ich habe nur das Gefühl, das Oberteil ist ein bisschen schwärzer als der Rock. Ich habe das Gefühl, der Rock ist schon ein bisschen ausgebleicht. Aber finde ich schön. Pretty, pretty, pretty. Nein, es sieht scheiße aus. genau. Das war's mit meinem Video. Das war jetzt nicht so specific auf Winter oder so bezogen. Ich habe einfach irgendwann mal wieder was bestellt. Weil ich habe länger nichts bestellt, weil dieser Rabattcode BBO25 ja nicht mehr geht. Und da hat es sich für mich nicht mehr gelohnt. Ich schicke auch, glaube ich, ein paar Sachen zurück. So dieses grüne Top zum Beispiel, weil das ist einfach scheiße genäht. Also ich bin so relativ zufrieden mit, was ich bestellt habe. Und wie es passt und so. Meistens ist es halt eben nicht so. Ne? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Thumbs up, subscribe und Glocke aktivieren. Man kennt's. Was? Oh, wie komisch. Ich will sowas eigentlich gar nicht sagen. Ich packe euch alle Links von den Klamotten, falls euch das interessiert, in die Infobox. Genau, folgt mir auf Insta und so. May.stg, man kennt's auf TikTok, May Steinkrötbaum. Ich habe so einen heftigen Namen. Genau. Und dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video. Ciao!